Hallo zusammen bei Bauen und Renovieren. Dieses Bad hier hat eine umfassende Renovierung erfahren. Und dabei stand auch die Frage im Raum, wie sollen die Wände gestaltet werden? Fliesen sollten es nicht sein. Und eine wohnlich warme Atmosphäre war gewünscht. Deshalb entschieden sich die Bewohner für eine Spachteltechnik mit Marmorputz. Und die zeigen wir euch jetzt. Ihr erfahrt, wie sich das Material darstellt und wie die Gestaltung ausgeführt wird. Damit alle Schritte für das Video gezeigt werden konnten, haben wir an einer Wand schon den ersten Auftrag am Vortag vorgenommen und trocknen lassen. Hier klebte man dann auch schon zum Boden hin ab. Das Material ist ein vorgefärbter Kalk-Marmorputz. Für die erste Lage wurde er mit einer Körnung von 0,5 mm gewählt. Alles wird gut verrührt und in einen kleinen Eimer umgefüllt. An den Rändern streicht man am besten mit einem Pinsel Material dünn auf, damit hier der Farbton exakt endet. Und jetzt geht es los mit dem Aufspachteln. Dazu immer etwas Material auf die Kelle bringen und dieses dann dünn auftragen und auf Korngröße abziehen. Das geht natürlich schneller, wenn man zu zweit arbeitet. Das Material immer schön in alle Richtungen auftragen und gleichzeitig unter Druck verziehen. Die Wand links hinten ist übrigens die vom Vortag. Nach Trocknung der ersten Schicht wird für den zweiten Auftrag eine besonders feine Körnung gewählt, hier 0,3 mm. Der Grundfarbton Bordeaux blieb hier derselbe. Im Originalgebinde wie gehabt auch wieder gut alles aufrühren. An der ersten Wand spachtelt die Malerin die zweite Lage Feinputz in alle Richtungen auf Kornstärke auf. Dabei werden die Überschüsse abgezogen und woanders nass in nass verarbeitet. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Arbeitsschritt: das Bearbeiten der noch nicht völlig getrockneten Fläche. Mit einer befeuchteten Ovalbürste erzeugt man einen milchigen Schleier, der gewisse Schlieren hinterlässt. Nach dem Abziehen und Glätten mit der Traufel entstehen dann die typischen dezenten Marmorierungen. Auch hierbei immer aus verschiedenen Richtungen her arbeiten und die Fläche lückenlos bearbeiten. Zum Schluss werden die Flächen mit einer Wachsseife überarbeitet. Das Material wird noch mit Wasser verdünnt. Das Verhältnis 1:1 hat sich hierfür bewährt. Ebenfalls mit der Ovalbürste wird diese Seife dann zweimal und jeweils kreuzweise aufgetragen und bildet dann einen perfekten Oberflächenschutz für den Putz. Und damit ist die Wandgestaltung abgeschlossen. Es handelt sich dabei um eine absolut handwerkliche Technik, die ganz individuelle Ergebnisse hervorbringt. Und betritt man heute dieses renovierte Bad, strahlt der Frescolori-Kalk-Marmorputz sofort eine optisch wohnlich wohltuende Wärme in den Raum. Echt schön geworden.